Viele werden sagen, Brecht, das ist vorbei, das ist mir zu altmodisch, meine Damen und Herren. Ich möchte etwas Neues sehen, etwas Junges, einen immerwährenden Klassiker. Und für alle diese Klassik-Fans, die hauptsächlich aus diesem Grund Sat.1 einschalten, haben wir das. William Shakespeare's Hamlet. Vielen Dank. Das kennt man aus dem Theater. Applaus, bevor es losgeht. Weißt du, haben Sie schon mal Hamlet gesehen im Theater? Ja, die meisten haben Hamlet schon gesehen. Das hier ist ein Bühnenbild. Ja? Ich sag mal, viele wissen ja nicht, im Theater wird nur so getan. Das hier ist das Bühnenbild und das hier ist die Anfangsszene in Hamlet. Das ist der Friedhof. Der Friedhof in Helsingør. So heißt das. Denn Hamlet spielt wo? In? Nein, nicht Schweden, aber Sie haben recht. Es sind die Balearen. In Dänemark. In Dänemark. Und hier? Und das Entscheidende ist, es gibt zurzeit zwei tolle Hamlet-Aufführungen, wenn Sie sich das mal aufschreiben wollen. Das eine ist die Aufführung von Peter Zarek und das andere ist die Aufführung von Peter Brook. Und bei Peter Brook ist die ganze Bühne überhaupt leer. Ja? Das ist die ganze Bühne völlig leer. Viele werden sagen, mein Gott, ich schaue doch nicht 60 Mark für eine Karte, leer den ganzen Abend, keine Kulisse, nix. Gut, das ist Kunst. Ja? Und bei Zarek steht nur ein Container auf der Bühne und aus diesem Container wird alles rausgespielt. Das ist mal das Schloss, das ist mal der Friedhof und wir haben das aber sozusagen eine Mischform gemacht. Wir haben hier in unserer Werkstatt dieses fabelhafte Bühnenbild gebaut, wo wir einen Königssaal haben und einen Friedhof. Und das Stück fängt an nachts. Und nachts ist es was? Ja, dunkel. So, mach mal bitte dunkel, mach mal bitte dieses Shakespeare dunkel. Ist noch, hier hinten ist noch zu hell, ist ganz dunkel auf der Bühne. Weißt? Könnt ihr das hier hinten auch noch wegnehmen? Ja, so. So, jetzt ist es praktisch ganz dunkel. So, so dunkel ist es da. Ja? Und es ist, müsst ihr vorstellen, ganz dunkel sitzt ihr im Theater, leere Bühne. Und es geht los, indem vorne ein Schauspieler steht, der wartet. Weil der berühmte Anfangstext von Hamlet ist wie? Wer ist da? So fängt das an. Es gibt 42 Doktorarbeiten, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Was bedeutet die Frage, wer ist da? Und Sie hören das, weil dieser Schauspieler natürlich auf und ab geht. Und es sind meistens Schauspieler, die eher so kleinere Rollen spielen. Ein bisschen Warten spielen und Kälte. Ja? Und wenn man schon mal allein auf der Bühne ist, dann fängt man nicht gleich an mit diesem Text, der eh nur heißt, wer ist da? Sondern man lässt sich Zeit. Unten sitzt der Regisseur, denkt, wann geht's los? Das war doch auf der Probe anders besprochen. Ja? Und dann hören Sie plötzlich den Satz, wer ist da? Wobei die meisten Schauspieler auch den Satz nicht so schnell sprechen, weil er ist ja nur kurz, da sagt man vielleicht auch eher, wer ist da? Damit die Verwandten auch einen richtig hören und so. Und dann, und das ist das Tolle, und das ist das wirklich Tolle, dann kommen die Schauspieler aus diesem tiefen Dunkel der Bühne angerannt. Können Sie mir jetzt noch sehen? Nein, dann ist es gut. So. Und das ist ganz so. Hören Sie mal, Sie hören immer die Schauspieler nur gerannt kommen. Weil die suchen jemand, ja? Und wenn Sie das hören, wissen Sie, Sie haben keinen gefunden. Und dann Licht auf der Bühne. Licht auf der Bühne und auf der Bühne sehen wir Hamlet, den Hauptdarsteller und seinen Freund Horatio. Und Hamlet, das weiß man nicht, er ist ein junger Prinz, war er verklemmt, war er, liebte seine Mutter, Ödipuskomplex, war er schwul, war er Nazi, war er Rocker, war er alles gleichzeitig. Auch das können Sie in 448 Aufführungen verschiedentlich sehen. Bei Zarek jetzt in dieser berühmten Aufführung wird er gespielt von Angela Winkler, von einer Frau. Ja, ganz tolle Aufführung. Und wir haben aber, die hat nur so ein Hemdchen an und schwarze Leggings. Und natürlich sagen da auch viele zu Recht, zahl ich 80 Mark, ja, nicht mal Kostüme. Und so kleine Perücke. Und wir haben uns entschieden, das können Sie also, wenn Sie in ein Stadttheater Ihrer Nähe gehen, dann sieht Hamlet so aus.
jung, modern. Und schauen Sie vor allem auf diesen Mantel. Ja? Sehen Sie, das ist dieser Mantel, der permanent weht. Können Sie es sehen? So. Für diesen Mantel gibt es Diskussionen, wenn der Regisseur ihn auf der Generalprobe zum ersten Mal sieht und sagt, was ist das für ein Mantel? Ja, der sollte doch wehen, hieß es. Sieh aus, das ist Dreck! Ja, aber man hat mir gesagt, der Mantel soll im Stück wehen. Nein, einmal! Und dann kommt die Kostümbildnerin leicht heulend und sagt, ich habe ihn 2 Wochen lang präpariert. Weg, ich kann den Mantel nicht mehr sehen! Und dann sagt der Hauptdarsteller, obwohl er vorher zur Kostümbildnerin gesagt hat, mach mir den so, dass er immer weht, ich kann mich in diesem Mantel auch nicht bewegen, du hast recht. Ja. Die Figur ist plötzlich weg. Und Hamlet steht jetzt da mit Horatio und auf einmal kommt wer? Es kommt wer? Es kommt der Geist von Hamlets Vater. So, das wusste ich, dass das ankommt. Ja. Da wird auch gerätselt. Wie stellt man den Geist dar? Lässt man ihn gar nicht auftreten? Ist es ein alter Schauspieler mit einer weißen Perücke? Wir haben uns hier für eine Version entschieden, wo man sagt, das ist eine Aufführung, da ist das Hotel im Preis inbegriffen. Sie kriegen noch ein T-Shirt und die Kinder kriegen was zu essen. Das ist der Geist von Hamlets Vater. Und jetzt raten Sie mal, Horatio sagt jetzt den ersten Satz, den alle kennen unten und so nicken. Er sagt, es ist was faul im Staate Dänemarks. Und dann sieht er den Geist und was macht man, wenn man einen Geist sieht? Man erschrickt, natürlich. Und das will man auch sehen. Und wenn Horatio erschrickt, dann sieht er so aus. Das ist ja einfach süß, oder? Ja, und es ist halt folgendes, ich sage mal die kurze Geschichte, der Onkel von Hamlet hat seinen Vater umgebracht, der Onkel heißt Claudius und der wird dabei bei Zade gespielt von Otto Sander, ganz toll, der Stiefvater von Ben Becker und der heiratet dann Gertrude, die Mutter von Hamlet, also ein bisschen so inzestuös, die Verwandten heiraten sich gegenseitig und Hamlet sagt unter anderem den Namen, er sagt unter anderem, Schwachheit, dein Name ist Weib, auch ein berühmtes Zitat. Ja? Und in guten Aufführungen, da wird es einfach so gesagt, so Schwachheit, dein Name ist Weib, weil ja keiner weiß, dass es schon ein berühmtes Zitat wird, verstehen Sie? Shakespeare hat jetzt mal einfach ganz viele berühmte Zitate geschrieben, in der Hoffnung, dass mal berühmte Zitate werden, aber er wusste nicht, was ein berühmtes Zitat wird. Und wenn Sie das irgendwie so hören, Schwachheit, dein Name ist Weib, dann wissen Sie, gute Aufführung. Wenn Sie aber hören, Schwachheit, dein Name ist Weib, dann wissen Sie, der Hauptdarsteller hat es missverstanden. Ja? Sie sehen doch, mach doch mal bitte dunkel. Ich habe vorhin was vergessen mit dem Licht am Anfang. Sie müssen sich vorstellen, ich mache nochmal dunkel. Das gilt jetzt nicht, ja? Also praktisch nochmal Anfang des Stücks. Sie sitzen unten, ja? Und wenn Sie, also wie gesagt, wenn Sie sowas sehen, dann sind der Schauspieler, die spielen, es wird gesucht. Es kann aber auch passieren, dass Sie sowas sehen. Die Bühne ist leer und Sie hören so Wind. Und plötzlich sehen Sie das hier. Das ist dann ein Kollege von der Technik, der noch nicht begriffen hat, dass die Vorstellung schon läuft. Oder noch eine andere Variante, es ist der Bühnenmeister, der seinen Schwager noch schnell zum Platz bringen muss, weil der hat den Parkplatz nicht gefunden, gell? Lauf mal halt hinten um. Ich habe ja den Schlüssel. So. Und dieses Gespenst, das wissen Sie, Karl Marx und so hat er diesen Satz da erfunden, ein Gespenst geht um in Europa, kommt alles von Hamlet. Ja? Karl Marx hat dann die DDR erfunden und das alte Königspaar war praktisch Honecker und Margot und Krenz war Hamlet und Nina Hagen war Ophelia und so und eines Tages war das Abo abgelaufen. Und dann, meine Damen und Herren, dann, zweiter Akt, im zweiten Akt, zweiten Akt, also wie gesagt, Otto Sander spielt diesen Claudius, das ist so in dieser Aufführung, kann man sagen, so ein schwerer Säufer, der noch ein bisschen bumsen will und den er da spielt. Und das ist Gertrude, die Mutter, oder Gertrude, wie wir. Können wir das sehen? Ich mache mal hier das Licht an. Ja. So, können Sie das sehen? Sie haben übrigens das Recht, im Theater zu schreien, komm mal nach vorne! Wenn Sie nicht richtig sehen können, bis die Schauspieler im Licht sehen. Und Sie können auch zum Beispiel routinierte Schauspieler daran erkennen, dass Sie den Kollegen sich ins Licht stellen. Schauen Sie so, jetzt nimmt die Frau dem Schauspieler den Schatten.
Ja? Das merken natürlich alte Profis, dann geht ihr auch weiter nach vorne. Dann geht sie wieder nach vorne, dann geht sie. Und am Schluss stehen sie ganz vorne an der Rampe und wieder im Dunkeln. Beide. Und sie stehen also da und er möchte jetzt, Claudius möchte Hamlet aushorchen. Und er möchte wissen, ob Hamlet weiß, dass er seinen Vater vergiftet hat. Denn wie hat Claudius seinen Bruder, Hamlets Vater, vergiftet? Durch Gift ins Ohr. Sehen Sie, das haben Sie gewusst. Ja. Ja? Dann kommt wer? Wer kommt dann? Jetzt mache ich, oh, das kann ich jetzt mal vorführen. Das habe ich gesehen in Frankreich im Theater, was dort von entflohenen Strafgefangenen auf der Straße gespielt wird, für Kinder. Und zwar, wenn da umgebaut wird, ja, und es spielt ja nur ein Kettenraucher mit seiner Stieftochter, dann ist die Bühne leer und dann werden hinten die Figuren und dann hören sie stundenlang. C'est grande cette maison. Da hat er die Figur, da ist sie, Ophelia. So. Und Ophelia ist die große Liebe von Hamlet, weil Hamlet ist natürlich, also kann man sagen, in 70% der Aufführung bisexuell und im Rest ist er schwul. Und ansonsten ist er auch irgendwie, also zeitgenössisch natürlich aktualisiert, weil Shakespeare, das funktioniert heute nicht mehr ohne. Ja, das muss ein bisschen bearbeitet werden. Und Ophelia ist seine große Liebe und deswegen sagt er, Ophelia, geh in ein Kloster. Und Ophelia geht erstmal in die Kantine und wartet ab, bis sie wieder drauf ist. Denn Hamlet hat welchen Komplex seiner Mutter gegenüber? Den Ödipus-Komplex. Das hat wiederum Sigmund Freud gewusst, hat daraufhin die Couch erfunden und den Ödipus-Komplex, also Ödipus-Komplex richtig ausgebaut. Und Hamlet also möchte im Grunde mit seiner Mutter ins Bett. Es gibt Aufführungen, wo sie auch nur das sehen können, im Grunde zum Thema Shakespeare. Ja? Wo der störende Text drumherum weggestrichen ist. Und jetzt kommt eine großartige Idee. Und zwar, Hamlet möchte, dass sein Onkel weiß, dass er ihn ertappt hat und er holt Schauspieler in die Stadt. Die sollen ein Stück spielen, das Stück heißt Die Mausefalle. Und als Agatha Christie-Fan kennen Sie das. Das läuft in London seit etwa 30 oder 40 Jahren, ein Kriminalstück. Und diese Schauspieler sollen spielen ein Stück, in dem es um einen Brudermord geht. Und wenn Sie das im Theater sehen, ist sensationell, weil es sind natürlich normalerweise, also die Schauspieler in dem Stück sind schlechte Schauspieler. Hamlet gibt dann auch Anweisungen, was die Schauspieler alles nicht machen sollen, mit Händen in der Luft fuchteln und. Und das Tolle ist, wenn Sie also tolle Schauspieler sehen, die schlechte Schauspieler spielen, das ist genial. Aber noch toller ist, und können Sie viel öfter sehen, wenn Sie schlechte Schauspieler sehen, die schlechte Schauspieler sehen, das ist sensationell. Weil dann wird man so richtig Gas gegeben. Ja? Da wird man richtig draufgedrückt, was einem diese Regisseure sonst alles wegnehmen. Hör mal. Und das ist Folgendes, es wird dieses Stück gespielt und das sind also wie gesagt diese Schauspieler und die sollen das eben schlecht machen. Deswegen haben wir uns für diese hier entschieden. Die spielen jetzt das Stück Die Mausefalle. Und Claudius und seine Frau Gertrud, Hamlets Mutter, sehen das alles. Und weil das Stück Die Mausefalle heißt, wollen wir uns folgenden Gag auch nicht entgehen lassen. So. Polonius. Polonius, wo ist Polonius? Meine, haben wir den hier irgendwo? Polonius war doch in der Box. Das ist Polonius, danke. Das ist Polonius, der Vater von Laertes und von Ophelia. Und der versteckt sich hinter dem Vorhang. Und Hamlet, also wie gesagt, Claudius fällt in Ohnmacht, weil er gemerkt hat im Stück, hoppla, er ist erwischt. Und jetzt ist im Theater erstmal Pause normalerweise. Ja, dann gehen Sie raus, dann kommen Sie zurück und dann kommt dieser berühmte Monolog Sein oder Nichtsein. Kennen Sie alle? Ja? Sein oder Nichtsein. Und wir haben uns gedacht, das ist im Grunde mal eine richtig schöne Nummer für Karaoke. Und eine Dame oder ein Herr hier aus dem Publikum, wir haben hier Karaoke aufgebaut, für diesen berühmten Shakespeare-Monolog Sein oder Nichtsein. Hier der Herr mit der Brille. Ja. Ja, wo kommen Sie her? Aus Limburg an der Lahn. Schöner Ort, mit diesem Dom rechts, den man von der A3 sieht. Richtung Frankfurt. Frankfurt. Ja. Kommen Sie bitte nach vorne, meine Damen und Herren. Shakespeare in Love. So. Klasse. Was machen Sie beruflich? Wie heißen Sie? Ich bin Vermögensberater. Mein Name ist Peter Schäfer. Bitte schön. Sie sind Vermögensberater. Ja. Wirklich wahr. Was empfehlen Sie denn?
Was wollen Sie denn? Also mein, diese klassische Drittelung, hier ist der Totenkopf schon erstmal. Das ist Ihnen als Vermögensberater ja nicht fremd. Passiert das oft, das Kunden? Ja. Sie kann in der Vermögensberater. Ja, würden Sie dritteln? Dritteln? Dieses Immobilien, festverzinsliche Aktien, gilt das noch? Ne? Also zunächst ist wichtig, was der Kunde möchte. Ja. Das sind ganz individuelle Wünsche. Damit liegt ja auch die Verantwortung bei ihm. Und wenn er ruiniert ist, kann man sagen, Sie haben das so gewollt. Das haben Sie gesagt, aber im Grunde genommen stimmt das. So, jetzt geht's um Shakespeare. Das ist ja schon im Grunde der tolle erste Satz für viele, die ihr Vermögen angelegt haben, im neuen Markt, sein oder nicht sein. Ja? Sie haben hier den Text. So, noch mal, können wir nochmal zurück? Und bitte. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob's edle im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütend Geschicks zu erdulden oder sich wappnend gegen eine See von Plagen. Durch Widerstand sie enden, sterben, schlafen. Entschuldigung, wir stoppen mal. Hatten Sie eine Sprachausbildung, die sterben? Ich habe an der Uni Sprachausbildung gemacht. Ja. Wirklich wahr? Ja. Sterben. Und wenn man Shakespeare, sagen Sie auch, Sie sind pleite? Oder Rattenerde, schwierig. Ja. Ist ja einfacher eigentlich. Ne? Können wir dann nochmal zurück auf Sterben, Schlafen? Geht das? Durch Widerstand sie enden. Wenn Sie das jetzt normal sprechen? Nee, machen Sie es. Das war toll. Das war wirklich. Sterben, Schlafen. Aber vielleicht eine kleine Pause. Sterben, Schlafen. Ja. Nichts weiter. Und vielleicht und so beiläufig so. Nichts weiter. Also nicht so betont, sondern einfach nichts weiter. Nicht weiter. Nee, nicht weiter, sondern nichts weiter. Sterben, Schlafen. Nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herzweh und die tausend Stöße endet, die unseres Fleisches Erbteil, sie ist sein Ziel, aufs Innigste zu wünschen. Was in etwa haben Sie jetzt gerade gesagt? Ich gebe zu, dass ich den Text heute zum ersten Mal lese. Aber Sie haben schon mal gehört? Gehört habe ich ihn schon mal in Auszügen, ja. Ja, haben Sie schon mal Hamlet gesehen irgendwo? Nein, bisher noch nicht. Aber es lohnt sich. Das glaube ich Ihnen. Wunderbare Stück und diese Bühne. Und spannend. Ja. Ja. War das bisher zu kapieren, was ich erklärt habe, worum es geht? Oh, ich glaube schon, ja. Selbst ich habe es kapiert. Dann ja, das ist jetzt von Ihnen sehr nett pädagogisch aufmunternd, aber im zweiten Teil wird es deutlicher. Haben Sie aber gut gemacht. Danke. Danke und viel Erfolg mit der Branche weiterhin. Dankeschön. Ja, bitteschön. So. Jetzt. Jetzt kommt also Hamlet, und jetzt müssen Sie aufhören, jetzt kommt ein wahnsinniger Effekt. Hamlet zückt also sofort sein Schwert. Schauen Sie, hier können Sie das sehen. Hamlet zückt das Schwert und er glaubt, sehen Sie hier, und er glaubt, hinge, hinter dem Vorhang steht Claudius, sein Onkel, der Mörder seines Vaters, der wenige Tage später seine Mutter geheiratet hat. Und mit dem Satz, eine Ratte, sticht er auf den Vorhang ein. Achtung. Ah, jetzt habe ich sogar einen Finger. Geht das wieder weg? Ist das Theaterblut? Das gilt jetzt gerade nicht, ne? So, jetzt täte es wieder gelten. Und es fällt hervor, Sie haben es schon geahnt, Polonius, Hamlet hat sich geirrt. Und da kommen plötzlich die Abgesandten des Königs von Schweden. Denn, ja, sie sagen... So. Dann kommt, oh, ich muss mich beeilen, es kommt die Beerdigung von Ophelia, ja, das ist also dann immer eine große Nummer für alle Komiker im Theater und so weiter, weil das ist sehr, sehr lustig und drastisch dargestellt. Ophelia wird beerdigt und der ganze Hofstaat schaut zu und am Schluss bringen sich alle um. Laertes wird erstochen von Hamlet und Gertrud, die Mutter, stirbt, weil sie aus Versehen einen Giftbecher trinkt, der für Hamlet gewesen sein soll. Und dann kommt am Schluss nochmal Fortinbras und den spielt wiederum
die Darstellerin der Ophelia, weil das ist im Theater oft so, dass Schauspieler, die eigentlich schon gerade tot waren, in einer anderen Rolle wiederkommen. Was sie spielt Annette Renneberg, habe ich dir doch gesagt, Annette Renneberg. Ja, weißt ja, du? Ja. Ich will jetzt keine Zeit Deswegen warst du doch da. Deswegen war ich da. Ich wollte mal Annette Renneberg in diese Rolle sehen. Sie macht das toll. Und sie sieht toll aus, weil sie hat so einen langen, hellen Mantel an und muss sie schnell machen. Und dann hat sie so einen Halbschalenhelm und kommt als Vater im Brat nochmal an, hier, Ding und so. Da. Und dann fällt der letzte Satz, der heißt wie in Hamlet, der Rest ist Schweigen. Aber dann geht das Stück noch weiter. Das hat mich auch irritiert. Ich dachte mit der Rest in Schweigen, Dunkel, Ausschluss. Nein, der Rest ist Schweigen. Und dann geht erst noch richtig weiter. Und dann ist das Stück aus.